Prinz Philipp, der Herzog von Edinburgh, war in erster Linie der Ehemann von Elisabeth II. Ein Mann, der immer da war, zwei Schritte hinter der Königin, um sie zu unterstützen. 1947, als er in die königliche Familie einheiratete, war er bereits ein erfahrener Marineoffizier, der im Zweiten Weltkrieg gedient hatte. Aber der frühe Tod von Elisabeths Vater, Georg VI. Im Jahr 1952, bedeutete, dass Philipp seine Uniform an den Nagel hängen musste. Elisabeth und Philipp trafen sich, als sie Teenager waren. Sie bestand darauf, ihn zu heiraten. Bis dahin wurde er als mittelloser Exilant der griechischen Königsfamilie wahrgenommen. Die Beziehung des Paares änderte sich, als sie Königin wurde. In der Öffentlichkeit war sie die Chefin, aber privat hatte er die Hosen an. Prinz Philipp beschloss, seinen erstgeborenen Sohn, Prinz Charles, in das abgelegene schottische Internat Gordonston zu schicken. Der zukünftige König bezeichnete seine Zeit dort später als Gefängnisstrafe. Über seine vier erwachsenen Kinder sagte Prinz Philipp, dass sie sich, nach seiner natürlich voreingenommenen Meinung, unter sehr schwierigen und anspruchsvollen Umständen ziemlich gut geschlagen hätten. Die Nebenrolle war schwer für Philipp, aber der Prinz fand seinen Platz. Er trat als Schirmherr der Streitkräfte auf, entwickelte ein Staatsbürgerschaftsprogramm für junge Menschen und war ein engagierter Naturschützer. Ian Pelham Turner, ehemaliger königlicher Fotograf, hatte Zeit, das Königspaar bei vielen Gelegenheiten zu beobachten. Sie sind nicht nur bei formellen Anlässen ein Paar, sondern auch darüber hinaus. Sie sind die Firma, sie sind eine Familie. Prinz Philipp hatte nie Angst, seine Meinung zu äußern, und im Laufe der Jahre sorgte er oft für Schlagzeilen. Bei einem seiner Besuche in Australien fragte er zum Beispiel, ob die Ureinwohner noch immer Speere aufeinander werfen. Sein direkter Stil wurde von einigen als rau und distanziert bezeichnet, war aber eine Art Markenzeichen. Er wird als rau bezeichnet, aber er ist nicht rau, das ist nur sein Stil, weil er keinen Smalltalk macht und keine Narren erträgt. Gelegentlich leistet er sich einen Schnitzer, so nennen es die Medien, aber wahrscheinlich sagt er meistens nur, was die meisten Leute sowieso denken. Witzig, respektlos, bodenständig, Prinz Philipp blieb ein Mann, der seine Rolle nie aus den Augen verlor. Jetzt sehen Sie den erfahrensten Vorhangöffner der Welt.